Es ist irgendwie so, als wenn die Menschen, die diese Antwort kennen, immer wieder positive Dinge erleben. Stellen Sie sich vor, Sie betrachten so eine Landkarte. Die kommt Ihnen, wenn Sie so da drauf gucken, wie eine ganz normale Landkarte vor. So wie viele Menschen auf ihr Leben schauen und dann denken, naja, ist halt ein ganz normales Leben. Und jetzt stellen Sie sich vor, auf der Landkarte ist eine kleine rote Markierung. Und daneben, jetzt sind Sie ein bisschen neugierig, lesen Sie eine kleine Notiz. Und da steht, hier liegt der Schatz begraben. 1000 Goldmünzen. Sie rechnen etwas nach. Ihnen wird klar, wenn Sie den Schatz finden, dann sind Sie reich, sehr, sehr reich. Wissen Sie, was jetzt passiert? Sie können diese Karte gar nicht mehr nur als irgendeine Landkarte sehen. Es ist jetzt für Sie plötzlich keine Landkarte mehr, sondern eine Schatzkarte. So ist das, wenn Sie Ihren Lebenssinn entdecken. Sie können dann nicht mehr nur einfach auf Ihr Leben als ein normales Leben schauen. Sie sehen Ihr Leben dann als einen Schatz. Es ist so, als wenn ein Geist, der in irgendeiner Flasche wohnt, plötzlich freigesetzt wird, weil Sie den Korken herausziehen. Ihnen wird plötzlich klar, ich kann so nicht weitermachen. Ich will auch so nicht weitermachen. Ich will den Schatz entdecken und ich will ihn heben. Und auf einmal wollen Sie ein anderes Leben. Sie wollen nicht nur nachts in Ihren Träumen zu einem Helden werden oder abends Spaß haben und in Ihrer Freizeit. Sie wollen das tun, wofür Sie wirklich hier sind. Und ich sage Ihnen, es gibt keinen Grund, darauf zu warten. Sie können sofort anfangen. Natürlich muss ich Sie warnen. Wenn Sie die Markierung auf der Karte Ihres Lebens einmal entdeckt haben, dann ist es fast unmöglich, nicht nach dem Schatz zu suchen. So wie in dem fantastischen Buch Die Möwe Jonathan steht, wer einmal das Außergewöhnliche erfahren hat, kann sich nicht mehr an die Normen des Durchschnitts binden. Aber was ist auch die Alternative? Die meisten Menschen tun jede Menge Dinge. Und diese Dinge haben fast nie irgendetwas mit der großen Lebensvision und mit ihrem Lebenssinn zu tun. Und warum nicht? Weil sie den Grund ihrer Existenz nicht kennen. Sie wissen nicht, was ihr Lebenssinn ist. Und im Ergebnis tun wir dann das, von dem wir denken, dass man das als Mensch ebenso tut. Weil wir das von unseren Eltern und von der Gesellschaft gelernt haben. Die meisten Menschen haben ein falsches Bild von einem Leben. Sie denken, wir müssen ohne Narben sein und möglichst makellos sein. So wie dieses Blatt Papier. Es ist ja auch so, dass die meisten Menschen uns wie so ein Blatt Papier haben können. Und wissen Sie warum? Dann können die da drauf schreiben. Die können darauf schreiben, was sie wollen. Das heißt, die benutzen uns. Nicht böse, aber sie benutzen uns. Aber was ist, wenn wir gar nicht mehr so ein glattes, weißes Papier sind? Wenn wir Kanten haben, wenn wir noch mehr Kanten haben, wenn wir große Kanten haben, wenn man uns verknubbelt, wenn uns etwas passiert, das uns schließlich so aussehen lässt. Wofür ist das jetzt noch gut? Überlegen Sie mal. Nun, zunächst einmal kann und will da jetzt keiner mehr drauf schreiben, zumindest nicht so gut. Und dann könnten Sie zum Beispiel dieses Kügelchen sehr viel besser werfen. Sie könnten auch besser fokussieren. Sie könnten besser zielen. Sie sind einzigartig. Was ich sagen will, auch unsere Katastrophen, unsere Niederlagen sind nützlich. Sie sind ein Teil unserer Geschichte und sie machen uns einzigartig. Sie machen uns anders als alle anderen. Und wenn Sie das zusammenfügen, was wir gerade besprochen haben, was Ihnen Spaß macht, was Sie gut können, was Sie bisher erlebt haben, auch Ihre Katastrophen, dann wird daraus ein sehr eigenes Gemisch. Martin Greenfield hat einmal gesagt, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Trotz Schwerhörigkeit, trotz Krankheiten, es ist meine Arbeit, die mich glücklich macht. Und ich glaube, dass unsere Arbeit uns Mut machen kann und uns auch Kraft gibt, wenn es etwas ist, das wir wirklich lieben.
Die Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller hat einmal gesagt: Meine Arbeit gibt mir Halt. Ich glaube, das ist etwas, das wir nicht unterschätzen dürfen. Die meisten Menschen denken, dass sie fit sein müssen, um ihre Arbeit gut machen zu können. Das mag auch stimmen, aber ich glaube, es ist auch andersrum wichtig. Unsere Arbeit macht uns fit. Sie schenkt uns Freude, sie schenkt uns Erfüllung, sie schenkt uns Glück und Befriedigung. Manchmal höre ich auf meinen Seminaren einen Einwand und Menschen sagen, wenn ich diese Fragen beantworte, wenn ich also die Antworten gefunden habe, was ist dann? Natürlich sind sie dann nicht am Ziel. Sie sind dann am Start. Sie haben dann die Türe zu einem neuen Leben geöffnet. Sie haben dann eine ganz neue Sicht auf sich und auch auf ihr Leben. Ja, und dann fragen mich manche Menschen, ja, was ist, wenn ich es versuche und dann scheitere? Die große Versagensangst. Ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage. Also was ist, wenn Sie dann scheitern würden? Und es schließen sich ja andere Fragen an. Wie soll ich dann mein Geld verdienen? Wovon soll ich mich ernähren? Werde ich nicht von anderen Menschen ausgelacht? Diese Fragen nehme ich sehr ernst. Wenn Sie sich wirklich daran machen, die Antworten auf die wichtigsten Fragen Ihres Lebens zu finden, ja, was glauben Sie denn, was dann passiert? Wenn Sie wirklich die Markierung auf der Landkarte Ihres Lebens entdecken und die zur Schatzkarte wird, aus der Landkarte wird die Schatzkarte, wenn der Geist aus der Flasche kommt, diese Erkenntnis, diese Begeisterung, diese Leidenschaft. Ich sage Ihnen, was dann passiert. Ich habe es an mir selber und an Tausenden und Tausenden Menschen gesehen, denen ich habe helfen können, ihren Lebenssinn zu finden. Sie haben plötzlich eine bestimmte Begeisterung, eine Leidenschaft. Sie sind plötzlich begeisterter und leidenschaftlicher bei der Sache, als sie es vorher waren. Wenn diese Menschen vorher schon eine bestimmte Leistung erbracht haben, warum sollten sie dann nicht viel mehr Erfolg haben, wenn sie plötzlich alles mit großer Leidenschaft und mit Liebe tun? Haben Sie schon einmal Menschen getroffen, die total begeistert waren von dem, was sie tun? Waren das nicht immer auch erfüllte und glückliche Menschen? Und auch erfolgreiche Menschen? Und wenn Sie diese Menschen beobachten und sich fragen, machen die ihre Sache gut, dann werden Sie feststellen, natürlich. Die machen sie sogar sehr gut. Und warum machen sie sie gut und sehr gut? Warum haben sie plötzlich auch viel mehr Erfolg, mehr Freude, mehr Erfüllung und auch mehr Geld? Weil sie jetzt etwas tun, das sie lieben. Und wenn wir etwas tun, was wir lieben, sind wir darin besser, als wenn wir nur etwas tun, was wir gerade so mögen. Weil sie jetzt eine Tür zu ihrem Leben geöffnet haben, zu ihrem eigentlichen Leben. Weil sie angefangen haben, neue Bücher zu lesen, neue Menschen kennenzulernen, neues Wissen zu bekommen. Und aus all dem schöpfen sie neue Energie. Ich kann Ihnen versichern, wenn Sie stets Zeit mit Dingen verbringen, die Sie begeistern, dann wird Ihr Leben sehr viel heller aussehen. Und noch etwas, Sie haben dann auch keine Angst mehr vor dem Tod. Das klingt jetzt ein bisschen konstruiert, das gebe ich gerne zu, aber unzählige Menschen haben mir das bestätigt und ich selber fühle das auch. Wenn wir keine Angst haben, dass wir das Entscheidende in unserem Leben nicht mehr tun können, weil wir es ja schon getan haben oder weil wir uns zumindest jeden Tag damit befassen, dann verschwindet tatsächlich die Angst vor dem Tod. Das müssen Sie erleben, um es wirklich zu glauben, aber Sie werden sehen, es stimmt. Letztendlich kann ich Ihnen gar nicht genau erklären, warum unser Leben so viel heller und schöner wird. Es ist irgendwie so, als wenn die Menschen, die diese Antwort kennen, immer wieder positive Dinge erleben. Sie scheinen einfach mehr Glück zu haben und auch glücklicher zu sein. Sie erleben manchmal scheinbar zufällige Dinge. Aber sie erleben sie dann, wenn sie sie am dringendsten brauchen. Ich glaube, da kommt auch das Wort Zufall her. Das Fällige fällt uns zu. Die Wahrheit ist, wir können in jedem Moment unser Leben kontrollieren. Wir sind Designer. Auf der Sansibar, diesem Restaurant auf Sylt, hat Udo Lindenberg ein Bild aufgehängt. Und dort sieht man eine gigantisch große Leinwand. Und auf dieser Leinwand, die ganz weiß ist, da ist so ein Maler, eine kleine Figur, ein Maler.
Und der malt auf dieser Leinwand etwas aus. Und er nutzt aber von der riesigen Leinwand nur 2 mal 2 Zentimeter. 2 mal 2 Zentimeter. Und der Rest bleibt weiß. Also 4 Quadratzentimeter bemalt, 296 Quadratzentimeter bleiben leer. Damit will Udo Lindenberg sagen, die meisten Menschen nutzen ihre Möglichkeiten nicht annähernd. Die meisten stellen sich niemals diese 3 wichtigsten Fragen ihres Lebens. Sie suchen nicht die Antworten. Sie öffnen auch nicht die Tür zu einer größeren Welt, zu mehr Fläche auf der Leinwand ihres Lebens. Jeder Mensch hat eine Lebensgeschichte. Die ist mal spannender, mal nicht so spannend. Manchmal ist sie fröhlich, manchmal auch nicht so fröhlich. Was wir erkennen müssen, ist, dass wir selber die Autoren sind. Dass wir die Geschichte so schreiben können, wie wir es wollen.